Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir werden die Lagerhalle heute zum Abschluss bringen. Vielleicht werde ich ab und zu mal einen Cut reinmachen, um das nicht zu lange in die Länge zu ziehen, dieser Bauauftrag. Aber eins möchte ich auf jeden Fall mal anmerken. Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir den Bausimulator nach der Folge wahrscheinlich nur noch live machen. Oder wenn jetzt was ganz Besonderes, Neues rauskommt, dass wir da eventuell, dann doch noch ein Video machen. Hallöchen. Hier geht's ja ab. Ja, könnt ihr mal reinschreiben. Ich glaube, live ist sowieso für euch interessanter als so ein Video. Und das ist ja wieder so der Punkt. Ihr wollt immer live sehen bei solchen Spielen. Also gar kein Problem, kriegen wir hin. Wir müssen noch ein bisschen näher ran. Hier die Ecken. Da. Ah, gut, haben wir erledigt. So. Das Baggern werde ich natürlich ein bisschen zeigen, weil baggern tue ich verdammt gerne. Aber wir haben noch richtig viel zu tun hier. Oh. Naja. Gucken wir mal. Hier rein. Und. Ja, mal sehen, ob wir das mit einer Kelle hinkriegen. Ah, nee. Bin wirklich gespannt, wie das mit dem Spiel hier überhaupt weitergeht. Wie die Leute das dann in ein paar Monaten dann noch sehen. Gab natürlich auch bei den einen oder anderen, der hat hier ein bisschen Kritik geäußert, aber ich finde das Spiel eigentlich so ganz gut. Klar wird das wahrscheinlich noch den einen oder anderen Patch benötigen, gerade im Multiplayer, da hat er ja manchmal so leichte kleine Probleme. Aber hey, gibt Schlimmeres. Guck mal, wie ich hier bagger. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wir werden jetzt mal aussteigen. Ups. Und mal die Sachen hier verkaufen. So. Machen wir ein Stück nach hinten. Und werden jetzt die nächsten Löcher löchern. Ah, also für mich muss ich sagen, wenn es ein Multiplayer schon gibt im Spiel, dann ist für mich natürlich auch klar, dass ich dann gerne irgendwie Multiplayer mit den Jungs gemeinsam spielen möchte. Gerade in Bezug, dass wir jetzt auch zwei Aufträge gemeinsam absolvieren können. Und ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, wo ich frage, welches Bauprojekt ihr denn als nächstes sehen möchtet. Ich glaube, es war das Hotel, die Biogasanlage und dann noch diesen Bahnhofsvorplatz. So. Oh, fahren wir ein Stück. Ja, gucke an. Ey, wirklich. Das läuft ja schon gar nicht mal so schlecht. Mit dem Bagger hier. Oh, kriegen wir jetzt die Schüssel hier komplett voll? Ah. Stücke ran hier. Kleine Stücke. Ja, super. Ich glaube, dann müssen wir den Kran nachher aufbauen. Und wenn wir den aufgebaut haben, dann können wir schon die ersten Sachen hier auf der Baustelle absenken. Also man merkt schon, man hat hier eine ganze Menge zu tun. Das geht jetzt nicht so in die Tiefe, wie der eine oder andere sich das jetzt vorstellt, ne? Ach, verdammt, habe ich wieder das Loch zugemacht. Eieiei, ich habe mir mal den Tag so ein paar Videos angeguckt, wo welche hier mit dem Bagger irgendwelchen Blödsinn machen, sich dann da ranhängen und dann sich ganz schnell irgendwie durch die Lüfte, also wie so ein Karussell. Ich dachte mir auch so, meine Güte, die Leute haben wirklich Langeweile. Das wäre natürlich nichts für mich, ne? Ich würde mir ja eine Hosen machen. Oh,
Stücke, kleine Stücke nach hinten. Sehen. Wo ist denn jetzt hier das Betonstücke vorfahren? Aber wo ist denn jetzt noch was? Na, hier der Bereich. So. Die Löcher sehen ja wirklich fantastisch aus, ne? Wirklich sehr toll gemacht, Maximus. Das ist... Wenn jetzt irgendwelche Leute mich einstellen würden, die würden sagen, naja, wirklich, wir haben Fachkräftemangel. Wir müssen den jetzt nehmen hier. Es gibt keine Alternativen. Oh, ich bin jetzt zu weit gefahren. Oh Gott, habe ich mich jetzt festgefahren? Oh. Oh, komm, 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 bagger, 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 bagger. Bin mal gespannt, ob ich das überhaupt bis drüber schaffe. Oh, super. Läuft! So, jetzt muss ich aber ein Stück nach hinten fahren. Komm, 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 komm. Das braucht schon eine Weile, ne? Wenn er das hier so oft nimmt. Oh, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! So. Baustelle räumen und dann bin ich mal gespannt, wie es hier aussieht. Klasse. Fahr erstmal durchs Loch durch. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt noch brauche. Ach, da war ein Schild. Naja, wir sind hier auf der Baustelle. Dann kann es sogar sein, dass da mein Schild verloren geht. So. Ja. Aber wir haben ein bisschen Geld gemacht. 76.000! Yes! Ach du meine Grüne, wir sollen jetzt die ganzen Dinger hier reinmachen. Okay, das bedeutet, wir müssen erstmal den Turm hier hinsetzen. Den Kran. Kranplätze müssen verdichtet werden. Ich würde sagen... Komm, wir nehmen den hier. Oh, nicht kaufen. Wohl, wir können die doch kaufen, ist doch egal. Klar. Egal, unser Kran. Was ist denn los? Kann ich den nicht hinsetzen jetzt? Aufbauen. Wieso will denn der nicht? Ich hab den doch ausgewählt. Der Kran ist blockiert. Wie ist er blockiert? Ah, warte mal. Kann das sein, dass dieses Fahrzeug noch zu weit hier drinnen steht? Und der Radlader, dass der halt hier in diesem Bereich drinnen steht, wo hier die Ladung ist. Ah, schauen wir mal. Aber die Ladezone, die sie hier hingesetzt haben, die ist ja auch mächtig, ne? Oh, runter. Uiuiuiui. Mal sehen, ob es jetzt hinhaut. Kann es sein, dass der zu groß ist? Oh, habe ich den hier zu gurft? Hä?
Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Hier stand da auch was mit aufbauen. Warte mal. Jetzt weiß ich nicht, warum der blockiert ist. So, pass auf. Nicht, dass der jetzt, wir haben jetzt richtig viel Geld ausgegeben, dass es hier an diesem Fahrzeug liegt. Denn, weiß ich auch nicht. Warte mal. Das läuft ja wie ein, wirklich wie ein Länderspiel heute hier. So, wo ist denn unser Fahrzeug? Ach hier, das. Einlagern. Jetzt durfte eigentlich nichts mehr blockieren. Wir haben hier unsere Materialien, die wir machen sollen. Puh. Na dann machen wir es anders. Dann machen wir das ganz, ganz anders. Müssen wir es wahrscheinlich so machen. Mit diesem Kran hier. Ja, dann wird ja wahrscheinlich hier irgendwo eine kleine Macke haben, das Ding hier, wa? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht liegt es ja nicht bei mir. Oder jetzt haben wir da einfach mal so einen gewissen Bug. So. Der muss ja wirklich auf einer ebenen Stelle stehen. Das ist ja das Problem. So, schauen wir mal, ob er das jetzt hinkriegt. Nee. Ah, doch. Also das sollten wir eigentlich hinkriegen. Uiuiuiui. Warum der hier... Kann es sein, dass diese Betonklötzer das Problem sind? Oder das Problem ist? Naja. Dann ist das wahrscheinlich so, ne? So, dann werde ich jetzt hier aber... Bevor wir hier jeden einzelnen Bereich so, ich werde immer so zwei, drei hinsetzen, dann machen wir einen Cut. Weil sonst wird es hier alles ein bisschen zu langartig, ey. Na, guckt euch an, wie ich das mache hier. Läuft ja. Oh. Richtig. Gucke. Das klappt doch. Ja, wir machen nur zwei, das. Oh, gucke. Oder das liegt daran, dass hier diese Sachen hier schon stehen. Ja, das werden wir ja gleich merken. Aber hier mit diesem mobilen Kran, das ist wirklich eine richtig geile Sache. Nein, 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 komm mal her. Und. Jo, absenken. Also läuft doch. Gut, dann mache ich mal einen Cut und baue für mich selber weiter. Ihr könnt alle nur lachen. Ja, Maximus ist ein Trottel. Den Kran. Jetzt habe ich zwei Kräne. Ganz einfache Sache. Was war gewesen? Naja. Ich hätte einfach aus dem markierten Bereich rausgehen müssen. Ja, so einfach ist es manchmal, aber trotzdem
Habe ich mich angestellt wie der erste Mensch. So, jetzt steht aber der große Kran. Wo ist denn jetzt eigentlich meine Katze hier? Oh. Okay, wir werden jetzt mal so einen Stahlträger hier hinsetzen. Das ist natürlich was ganz anderes wie dieser Kran da unten. Wir haben jetzt den größten Kran hier im Spiel genommen. Es ist Nacht. Ich habe hier erstmal alles hergeliefern lassen. Und wir sind eigentlich auf Kurs, ne? Yes. Und jetzt hoch. Also so ein stationärer Kran, das hat schon was. Das hat wirklich schon was. Oh, gucken wir mal. Boah, und das müsste man jetzt hier alles bauen. Uiuiuiui. So, sollten wir vielleicht mal überlegen, wie das hier geht nochmal, ne? Oh, Hilfe. Also aus mir wird wahrscheinlich, also dieser Kran, wahrscheinlich ist das besser, wenn man das aus der anderen Perspektive macht. Ich muss das jetzt irgendwie anders sehen hier. Jetzt sollten wir erstmal sehen, wo das Ding hier ist. Das erkennst du ja gar nicht hier. So, jetzt ist es vielleicht besser. Also komme ich mit dem mobilen Kran deutlich besser klar, muss ich ehrlich sagen. Steht da natürlich hier im Wege, ne? Naja, süße macht aber nichts. Glitscht durch. Oh, ich muss die Katze weiter rausholen. Oh, jetzt gucken wir mal die Maus ein bisschen hier rum zwirbeln. Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja, komm, jetzt runter. Yes! Gut! Haben wir ja fast erledigt. Also, wieder kurzer Cut, dann geht's weiter. Und die Baustelle, die nimmt richtig Formen an. Guckt euch mal an, was wir alles jetzt gemacht haben. Das wollte ich euch einfach ein bisschen ersparen. Das haben wir ja schon zu Dutzenden gesehen. Also, wir haben hier Kies ausgebracht, Beton und die Träger stehen jetzt. Jetzt müssen wir diese Spannträger, oder wie nennt man die? Ja, die werden wir jetzt einfach mal hochsetzen. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, ob euch das so, wenn man das in so einen Zeitraffer als Video macht, ob euch das genüge. Ja, weil wir wollen ja nicht jeden einzelnen. Ich glaube, da haben wir schon einiges gesehen im Livestream. Wie gesagt, das ist ja eh alles ein bisschen was anderes. So, jetzt werden wir den Träger mal hier reinsetzen. Mal sehen, wie ich das kann. Ach, guckt euch an hier. Also wirklich. Langsam bin ich ein richtiger Kranarbeiter. Normalerweise müsste man jetzt hier noch so ein, ja, so ein, sagt man, einen Einweiser haben, der einen das so ein bisschen zeigt, wie und wo man den Träger, weil gerade als Kranführer sieht man bestimmt nicht alles. Aber man hat ja hier dieses Fadenkreuz. Ja, ein bisschen weiter runter hier. Yes! Guckt euch an. Jetzt muss ich mir das mal angucken, was ich jetzt gebaut habe. Ey, sieht doch gut aus.
Wirklich. Feini. Gut, zum nächsten Abschnitt. Die nächsten Kranarbeiten. Also, guckt euch mal an. Also, die ganzen Träger sind jetzt oben dran. Wir mussten denn hier jetzt noch per Hand diese, ja, sagen wir mal, die Halteprofile hier ran machen, um quasi jetzt hier unsere, ja, Billblech, ja, Planken hier irgendwie ranzubauen. Na gut, dann wollen wir erstmal eine ranbauen. Ihr seht schon, es sind verschiedene Formeln. Da muss man ein bisschen suchen, welche denn die richtige ist. Ich werde jetzt einfach mal hier die nehmen. Sind jetzt drei unterschiedliche Sorten. Wir nehmen jetzt mal die hier. Und wenn wir Glück haben. Jetzt haben wir hier so eine Tür. Ach, die ist ja gleich hier vorne. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Tür ist. Oh, den müssen wir jetzt hier hinsetzen. Und dann runter, wa? Na, ja, siehst du, gucke an. Er sieht doch gut aus. Und das würden wir jetzt ringsherum machen. Hier oben haben wir die großen Tore. Das sind die hier. Hier war die eine Tür. Aha. Diese habe ich erst gar nicht gesehen. Gut, alles klar. Wieder was gelernt. Nächster Bauabschnitt. Guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Jetzt müssen wir nur noch diese Dachprofile hier oben drauf machen. Und da würde ich jetzt sagen, machen wir alle vier. Und das ist jetzt auch der vorletzte Abschnitt, den wir denn machen müssen. Weil der letzte Abschnitt ist dann, dass wir quasi mit den, ja, den Bauleiter nochmal reden. Oder unseren, der uns hier den Auftrag gegeben hat. Oh, wird so hoch jetzt oder was? Scheint zu hoch zu sein, aber der sagt uns ja jetzt grün, ja. Erstmal hoch. Und ich habe es auch extra so gemacht, dass wir jetzt einen Tag haben. Aber ich muss mich anders, ich muss mich so hinsetzen. Ich wundere mich immer, warum ich dann hier so dämlich bin. Ja, weil ich immer Seitenverkehrtes mache. Oh. Jetzt hier lang. Dahin. Die Katze rausfahren. Ey, ich drücke immer wirklich ihre Tasten hier. So. So rein. Und jetzt runter. Na, dauert wer, wa? Das ist mehr als nur diese Profile. Ah, das machen wir jetzt einen Cut hier, ey. Wie lange haben wir denn eigentlich? Also, ihr habt's gesehen. Ich muss sagen, ihr habt ganz schön Geduld. Das ist eine Tugend. Die habe ich nicht. Okay, bis gleich. So, jetzt aber der letzte Cut. Wir machen die Vorbegehung. Und diese Halle, guckt euch das einfach mal an. Herrlich. Oh, haben wir gut gemacht. Dann würde ich sagen, bringen wir erstmal die ganzen Fahrzeuge wieder in die Firma. Und zwar, den können wir ja wieder zurückschicken. So, den lagern wir ein. Und den lagern wir ein und den lagern wir ein. So, alle Fahrzeuge sind weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn der Bauleiter nochmal? Wo war denn der? Ach, hier steht er. Ey, ich bin echt gespannt, wie das Gebäude aussieht. Die Lagerhalle. Oh, jetzt. Auftrag abgeschlossen. Oh, wo ist die Lagerhalle? Ach, die ist hier. Guck mal, wir dürfen sogar reingehen. Hallo? Ah, ja. So ganz entspannt aus, ne? Die ersten Mitarbeiter sind auch schon da. Ach, siehst du, mein Radlader steht auch noch rum. Wäre mal interessant, wenn man hier reingehen könnte. Die Tür ist aber ziemlich klein. Hm. Ja, vielleicht ist es ja Kinderarbeit. Oh, sie ist so eine große Tür. Quatsch.
So, ja, schönes Gebäude, muss ich sagen, haben wir gut hingekriegt. Ne? Haben wir gut gemacht. Also, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir werden bestimmt, wenn es vielleicht irgendwann mal Mod-Support oder etc. wieder Videos bringen von irgendwelchen Fahrzeugen. Und oder wenn es jetzt einen neuen Auftrag gibt. Die großen Aufträge werden wir jetzt aber im Livestream machen, weil die einfach zu heftig sind. Das andere haben wir jetzt eigentlich alles schon gesehen. Und das, ja, dann sehen wir uns im Livestream. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Oder ein Abo. Oder alles. Oder wie? Macht wie ihr wollt. Wir sehen uns aber heute wahrscheinlich wieder live in der Folge Euro Truck Simulator. Und ja, ich wünsche euch was. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye bye.